Grüß Gottle, meine Damen und Herren, liebe Eltern. Mein Name ist Hermann Hesse und dieses Video, in dem es um meinen Roman Unterm Rad geht, richtet sich an Sie, gell? Nicht, dass es da Missverständnisse gibt, weil die Hauptfigur ein Schüler ist. Es geht mir darum, was Sie, die Erwachsenen, mit Schülern machen. Vielen Dank für das Grußwort, Herr Hesse. Mit dabei sind Hans Giebenrath aus einer kleinen Stadt im Schwarzwald, wo er in die 8. Klasse der örtlichen Lateinschule geht. Und er ist als Wunderkind so ein bisschen das Hobby vom Schulrektor und vom Pfarrer. Gell, bist unser Bester und du machst es mit dem Landesexamen. Während sein Papa, ein einfacher Kaufmann, dem akademischen Erfolg seines Sohnes erstmal nur staunend zuschaut. Mutti ist schon seit vielen Jahren tot, weshalb unter anderem die Männer überhaupt nicht mehr viel miteinander reden. Einer, der potenziell so ein bisschen was wie ein Vertrauter von Hans ist, ist der Schuster Fleig. Aber mit dem hatte er früher, als er noch kleiner war, auch mehr zu tun. Der hat übrigens eine Nichte namens Emma, die später mal vorkommt. Das ist die einzige wichtige Frauenfigur im Roman. Und dann erwähnen wir noch Hermann Heilner, einen späteren Mitschüler in Maulbronn, der aber mehr so ein anarchischer Künstler ist. Wir befinden uns im Deutschen Kaiserreich kurz vor 1900 und in diesem Roman steckt sehr viel von Hesses eigenen Erfahrungen, die er in seinem zweiten Roman verarbeitet und dann eben 1904 veröffentlicht hat. Los geht's! Puh, Schule bis 4, dann extra Griechisch beim Rektor, dann Latein und Religion beim Pfarrer oder ist heute extra Mathe dran? Kopfschmerzen! Hallo? Ah, Herr Rektor! So, Hans, morgen fährst du nach Stuttgart zum Landesexamen, aber das schaffst du. Das kriegst du hin. Du kriegst das Stipendium fürs evangelische Seminar in Maulbronn, aber heute darfst du nichts mehr arbeiten. Jawohl, Herr Rektor. Oh Gott, was soll ich denn dann machen, wenn ich nicht mehr arbeiten darf? Und er geht erstmal am Fluss spazieren. Boah, ist das schön hier. Ich hatte das total vergessen. Früher habe ich immer geangelt und dann durfte ich nicht mehr angeln, damit ich genug lernen kann. Hans? Ah, Herr Fleig! Du, ich wollte dir nur sagen, viel Glück beim Examen, aber es ist keine Schande, wenn man da zufällig durchfällt. Da kommt der Pfarrer und der so, und er kann ihn nicht leiden und sagt, so, morgen Examen, das wirst du rocken, aber was ist, wenn ich durchfalle? Was? Durchfallen gibt's nicht! Und schöne Grüße an den Papa, gell? Dann geht er nach Hause und stellt noch fest, ach, mein Kaninchenstall, Kaninchen durfte ich ja auch nicht mehr haben, weil ich immer arbeiten musste und mein Wasserrad. Und dann macht er mit dem Beil den Kaninchenstall kaputt. Am nächsten Morgen fährt er mit Papa nach Stuttgart, der schon ganz aufgeregt ist. Und da wohnen sie bei der Tante. Hier hast du eine Schokolade. Dankeschön. Boah, ich hasse Schokolade. Und da muss er mehrere Tage lang Prüfungen machen. Latein, Griechisch, Deutsch. So, wir hätten dann noch eine mündliche Frage, einen unregelmäßigen Aorist. Und er so, da geht's raus. Don't call us, we'll call you. Und er geht, dann dreht er sich nochmal um. Was ist denn? Warum gehen Sie denn nicht? Ist Ihnen schlecht oder was? Nein, mir ist der Aorist doch noch eingefallen. Und er so, oh Gott, ich bin garantiert durchgefallen. Und dann hat er noch Rechnen und Religion und sagt zu seinem Papa, Papa, darf ich bitte schon nach Hause? Also ich wollte eigentlich erst morgen. Naja, dann fährst du halt schon vor. Und dann geht er erstmal ein bisschen im Fluss schwimmen und dann kommt der Papa natürlich auch nach Hause und sagt, so, hier, wenn du bei diesem Landesexamen bestanden hast, dann darfst du dir was wünschen. Darf ich dann in den Ferien wieder angeln? Ja, von mir aus. Oder nee, ich habe noch bessere Idee. Wenn ich nicht bestanden habe, darf ich dann bitte trotzdem aufs Gymnasium gehen? Wie, ohne Stipendium? Ja, bin ich Krösus oder was? Und er so, oh nein, ich bin bestimmt durchgefallen und dann muss ich im Käseladen arbeiten. Aber er macht sich umsonst Sorgen. Ein paar Tage später kommt der Rektor zu ihm und sagt, Giebenrath, ich gratuliere, du hast das Landesexamen als Zweiter bestanden. Der so, was? Und dann geht er zu seinem Papa nach Hause und sagt, ich darf nicht mehr in die Schule. Wieso? Ja, weil ich jetzt Seminarist bin. Was? Und er so, darf ich bitte dein Taschenmesser haben, dann schneide ich mir eine neue Angelrute. Und der so, hier hast du 2 Mark, kauf dir dein eigenes Taschenmesser. Und dann geht er erstmal angeln und es ist der Himmel auf Erden. Das wunderschöne Wetter, der kühle Fluss und die Fische, die er fängt. Die Schönheit der Natur ist ein echter Kontrast zum Bildungs- und Zivilisationsstress in Stuttgart. Und dann bringt er zum Dank dem Pfarrer ein paar Fische und sagt, hier, vielen Dank. Und er so, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber sag mal, im Seminar geht's ja erst richtig los mit dem Lernen. Wenn du willst, gebe ich dir ein paar Stunden Theologie und Hebräisch vorher. Und er so, so hatte ich mir die Ferien eigentlich nicht vorgestellt. Na klar, das machen wir so. Und dann kommt auch noch der Rektor und sagt, du, ein bisschen Griechisch-Nachhilfe kannst du bei mir auch noch haben, bevor das Seminar losgeht. Und er so, ja, natürlich. Und prompt hockt er wieder nur drinnen mit der Nase im Buch und ist überhaupt nicht mehr an der frischen Luft. Und der Fleig ist der Einzige, der sagt, der Junge muss an die frische Luft. Und dann lacht der Hans nur so, ha, 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 ha. Dann ist es auch schon soweit und Papa bringt ihn nach Maulbronn in die heiligen Hallen des Lernens und sagt, so, mach mir keine Schande und hör auf deine Lehrer. Und er so, ja, mach ich schon, tschüss Papa. Jetzt ist er Mitglied der Stubengemeinschaft Hellas. Und der Ephorus, das ist also der Leiter des Seminars, hält für die Neuankömmlinge eine schwergewichtige Rede und sagt, so, wenn ihr spurt, seid ihr bis an euer Lebensende versorgt.
Das mit der Gruppenbildung dauert eine Weile. Die Jungs schlagen sich, ja, es werden auch Freundschaften geschlossen. Einmal heult der Heilner, nachdem er sich geschlagen hat, und einer von den anderen sagt: Sag mal, schämst du dich nicht vor euch? Nie! Und dann rennt er aber ganz schnell weg. Und Hans rennt hinter ihm her. Er hat ihn sowieso schon interessiert, weil er nämlich Verse schreibt. Und er: Was willst du? Nix. Dann kannst du auch wieder gehen. Und er wendet sich zu ihm: Ja, bleib da! Und sie gucken sich an und der gibt ihm einen Kuss. Und sie so: Was? Naja, ist ja auch egal. Das ist jetzt nicht unbedingt homoerotisch. Sie sind echte Freunde. Der strebsame Hans, der Klassenprimus und der Anarchodichter Hermann. Boah, dieser Schulstress. Ich habe Kopfschmerzen und dann will der Hermann ja auch immer noch so viel Aufmerksamkeit, aber ich mache es ja gerne. Da geht mal das Temperament mit Hermann durch. Da ist nämlich so ein unerträglicher Geizhals-Mitschüler, der Lucius, der immer die Fiedel quält und sagt: Komm, hier, üb mal woanders. Ich will jetzt mal den Übungsraum haben. Nee, doch. Und dann gibt ein Wort das andere und der verhaut ihn und der so: Das sage ich dem Ephorus. Da kriegst du noch einen gratis Arschtritt von mir. Und das bringt das fast zum Überlaufen. Der Schulleiter schnappt sich den Heilner und sagt: So, das war's, schwere Karzerhaft. Und damit ist er aus der Schulgemeinschaft eigentlich ausgeschlossen. Alle meiden ihn. Ich müsste jetzt eigentlich zu ihm hingehen, aber ich traue mich nicht. Gemeiner Feigling! Nach der Weihnachtspause ist ein kleiner Mitschüler von ihnen, der Hindinger, genannt Hindu, verschwunden. Es werden Außenteams für eine Suchaktion gebildet. Marsch! Und bei der Gelegenheit versucht der Hans, dem Hermann wieder näher zu kommen und der so: Pü! Aber der wird krank und auf der Krankenstation besucht er ihn dann immer und der sagt: Was willst du? Und der so: Ich will, dass du mir verzeihst, ich war ein Feigling. Und das tut er und dann sind sie dickere Freunde als vorher. Aber Hans' Leistungen in der Schule lassen total nach und irgendwann krallt ihn sich der Ephorus und sagt: So, Giebenrad, deine Leistungen werden schwächer, nicht nachlassen, sonst kommt man unters Rad und lass deine Freundschaft mit diesem Heilner mal lieber bleiben. Aber das ist doch mein Freund, den kann ich doch nicht im Stich lassen. Ich zwinge dich ja nicht. Aber von da an kann der Ephorus den Hans nicht mehr leiden. Dem geht es zunehmend schlechter. Boah, ich kann mich nicht konzentrieren. Giebenrad, Giebenrad, schlafen Sie! Er hat Konzentrationsschwierigkeiten, er ist antriebslos. Der hinzugezogene Arzt sagt: Ach, das sind so Nervengeschichten, er soll einmal am Tag eine Stunde spazieren gehen. Dabei darf ihn der Hermann nicht begleiten, da scheiß ich drauf. Aber das wird herausgefunden und der Ephorus krallt ihn sich. Der haut ab, aber als er wieder geschnappt wird, heißt es: So, Sie fliegen raus, Heilner! Und dann ist er weg. Das gibt Hans den Rest. Er ist vom Klassenprimus zum Schlechtesten in der Klasse geworden. Lächeln Sie nicht auch noch so bodenlos stupid, Sie hätten eher Grund zum Heulen. 3 Wochen vor den Sommerferien hat Hans einen Zusammenbruch. Er fängt an zu zittern und er weint und der Arzt sagt: Erholungsurlaub! Und dann holt sein Vater ihn ab, aber alle wissen, dass er nicht zurückkommen wird ans Seminar. Zu Hause geht er erstmal in die Natur. Ach, das Einzige, was mich irgendwie noch tröstet, ist der Gedanke an den Tod. Ach, ich bin so müde. Ach, ich bin so matt, hab kein Geld im Portemonnaie und auch keins im Sack. Und, ach, guck mal da hinten, der Baum, der wäre doch schön, um sich dran zu hängen. Das tut gut, zu wissen, wo man irgendwann mal hin muss. Als ich noch ein Kind war und mit den asozialen armen Leuten hier im ehemaligen Gasthof Falken gespielt hab, es vergeht einige Zeit und er ist gleichmäßig melancholisch. Der Gedanke an den Selbstmord ist nicht mehr so akut. Da kommt der Schuster Fleig vorbei und sagt: Hans, hilf uns beim Muschten. Und beim Apfelmosten ist da noch jemand anderes dabei, nämlich: Hallo, hä, wer ist denn das? Das ist meine Nichte Emma. Und das ist ein sehr angenehmes Apfelmosten für den Hans. Und dann fragt ihn sein Vater: Sag mal, Hans, was willst du denn jetzt eigentlich werden? Mechaniker oder Schreiber? Und er so: Apfelmoster, nee, warte mal, ich frag mal meinen Kumpel, der Mechaniker ist. Und er so: Ja, dann würde ich lieber Mechaniker werden. Viel interessanter ist aber, dass er sich abends nochmal mit der Emma trifft. Und die so: Was willst du? Er so: Nichts. Willst du mich vielleicht küssen? Und knutsch. Und das passiert am nächsten Abend nochmal und er darf sie sogar mal anfassen. Und dann ist sie plötzlich wieder zu Hause in Heilbronn. Und er so: Nein! Und dann fängt er auch schon seine Mechanikerlehre an. Und der Mechanikermeister ist erstmal ganz nett zu ihm und sagt: Hier, dieses Zahnrad wirst du jetzt feilen. Und er so: Jawohl. Und oh, boah, ist das anstrengend. Aber immerhin hat er ja seinen Kumpel August da, der sagt: Du, am Wochenende, am Sonntag gehen wir zusammen was trinken und du kommst mit. Und der hat ein bisschen Geld und gibt ihm dann Bier aus und nach ein paar Bier ist der total betrunken. Und es ist auch sehr spät geworden, eigentlich viel später, als sein Vater das angeordnet hat und sagt: Ich muss jetzt heim. Zu Hause wartet sein Vater schon auf ihn und ist total entrüstet. Der bildet sich wohl ein, er könnte machen, was er wollte, aber dem zahle ich's heim, wenn er nach Hause kommt. Was er nicht weiß, zu diesem Zeitpunkt treibt die Leiche von Hans schon den Fluss hinunter.
Und noch bei der Beerdigung sagt der Vater, boah, ich weiß überhaupt nicht, wie das gekommen ist, der hätte doch alles werden können. Und der Schuster Fleig sagt zu ihm, ein paar Herren hier haben geholfen, ihn so weit zu bringen. So, vielen Dank, liebes Team. Ich glaube zwar, dass die Geschichte für sich selber spricht, aber so als Anregung, gucken Sie sich mal um, wie viel echte Freizeitkinder heute haben, wo sie keinen Stress haben und einfach machen können, was sie wollen. Lasst ihnen diese Zeit, sonst macht ihr sie kaputt. Und das, liebe Gemeinde, war unterm Rat von Hermann Hesse. Vielen Dank.